Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren zu den Traditionsausrüstungen. Heute schauen wir uns nämlich einmal die vom Tauren an. Und dazu habe ich mir schon einen 120er Tauren gebastelt und auch den Ruf, den wir benötigen, heißt auf ja, hier ehrfürchtig bei Donnerfels hochgebastelt. Das könnt ihr übrigens am besten, hatte ich ja schon in den anderen Videos gesagt, zu den verbündeten Völkern bzw. allgemein zu den Traditionsausrüstungen in Mechagon hochfarmen, einfach den Wappenrock holen von der jeweiligen Fraktion, hier in dem Fall halt von Donnerfels, dann ein paar Runs laufen und ihr seid, habt den Ruf extrem schnell oben. Sobald ihr das habt, braucht ihr nur noch auf irgendeinem Char auf dem Account die Kriegskampagne gemacht haben, die aus 8.2, quasi die Geschichte um Bane, und dann können wir auch hier die Quest annehmen und ja, da starten wir jetzt durch. Am Ende bekommen wir nämlich dann dementsprechend die Kriegsausrüstung. Und als allererstes müssen wir uns mit Bane Blutwolf in Donnerfels treffen. Und das machen wir jetzt. Und zwar müssen wir hier das Portal in Zuldazar, schlägt mir das vor, dass das das schnellste sein soll. Heißt, wir nehmen jetzt nicht den Zeppelin, sondern wir machen mal das nach den Instruktionen der Quest. Und dann müsste wahrscheinlich in, ja, in Zuldazar in der Hauptstadt ein Portal nach Donnerfels sein. Das müsste dann ein bisschen schneller gehen. Jetzt schauen wir mal, wo müssen wir hin? Hier müssen wir hin. Zum großen Siegel müssen wir nämlich. Und dann einmal noch nach Donnerfels rüber. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt den Zeppelin genommen, ne? So aus alten Tagen kennt man den Zeppelin noch zwischen OG und Thunderbluff oder jetzt im deutschen Donnerfels. Und ich habe vorhin schon die Questreihe für die Gnome gemacht, die wurde ja auch in Patch 8.2 implementiert. Die war schon ganz cool und jetzt schauen wir mal, ob die Tauren-Quest quasi da auch dran knüpfen kann. Übrigens, kleine Randinformation, wenn ihr einen Hochberg-Tauren habt, dann könnt ihr das nicht machen. Also ihr braucht tatsächlich einen richtigen Tauren, denn die Hochberg-Tauren, die haben ja eine eigene Traditionsausrüstung und ja, das geht dann leider nicht. So, dann haben wir hier einmal Bane stehen, den quatschen wir jetzt mal an. Wenn wir es müssen, für Azeroth. Vereint okay. Sind wir stärker. Ah, da hinten müssen wir zu dem Camp. Das ist in dem Startgebiet, oder? Da müssen wir jetzt hinfliegen. Und zwar, ja, einmal darunter. Was müssen wir denn für die Quest machen? Also, wir müssen mit Geisterwandler Uso reden. Und zwar ist der da hinten in dem Startgebiet. Und was will der von uns? Irgendwelche Visionen hat der. Okay, schauen wir mal. Einmal rüber geflogen. Also wenn wir jetzt hier einen längeren Flug haben, dann werde ich immer ein bisschen reincutten. Aber jetzt hier bei dem Gezeugel ist es, da geht es jetzt relativ gut. Jetzt mal gucken, ob wir am Ende auch irgendeine andere Pfeife kriegen. Und zwar, wo ich vorhin das für die Gnome gespielt habe, war es so, dass wir nicht nur die Traditionsausrüstung am Ende bekommen haben, sondern wir haben zusätzlich noch eine Adaption quasi hier für die Pfeife bekommen, dass wir ja von der Funktionalität das gleiche haben. Wir können quasi pfeifen und kommen zum nächsten Flugmeister. Bloß, dass uns dann nicht mehr so ein Greif abholt, sondern wir haben dann so ein Gnomenflugzeug, ne? Und das ist eigentlich schon eine ganz coole Sache. Und mal gucken, ob es da als Ausgleich für die Tauren auch was gibt, wobei ich gerade im Überlegen bin. Die haben ja nicht irgendwie so ein Special-Flugzeug. Vielleicht holt einen dann hier so ein Windhund ab. Mal gucken, keine Ahnung, ob es dann sowas gibt. So, wir sollen Platz nehmen. Mögen die Sünde das und diesen Rauch anklicken. Okay. Und verlangsamt eure Atmung. Konzentriert euch auf den Rauch. Lasst ihn euch erfüllen und euren Geist befreien. Einatmen. Ausatmen. Okay. Haben wir ein bisschen ein- und ausgeatmet und so eine Gazelle haben wir gesehen. Und jetzt? Sonnenfels müssen wir jetzt im Steinkrangebirge. Okay, das wird hier eine weitere Reise, so wie es aussieht. Dann werde ich jetzt einmal zwischendrin cutten. So, dann fliegen wir hier nach Sonnenfels rein. Und da müssen wir nämlich die Quest jetzt abgeben. Anscheinend soll das hier so ein Pilgerort sein, nach dem Questtext. Grüße, Jungblut. Wahrscheinlich gibt es hier noch mehr Visionen. So. Müssen wir das Geisterreich betreten. Ah, schau mal an. Ah, noch mehr so Drogen reinziehen. Oh, was war denn das für ein Geräusch?
So, jetzt sind wir im Geisterreich und jetzt? Ah, da haben wir die Gazelle wieder. Rumlaufen wir der Gazelle nach? Ah. Ich glaube, hier im Steinkrangebirge gibt es doch gar keine Gazellen an sich, oder? Vor allem, das ist eine Riesengazelle, sehe ich gerade. Hier auch in der Reisegestalt geht, Fluggestalt nicht. Wo müssen wir hin? Da ist ein Rare-Mob. Ich brauche ein Ziel. Ach, scheiße, der Rare-Mob ist weg. Oh, jetzt müssen wir sie beschützen, Ich die muss mich Gazelle. voran. Was ist das für ein Viech? So ein Model habe ich ja noch nie gesehen. Schaut euch das mal an. Boshafter Geist. Habt ihr das Model schon mal irgendwo in WoW gesehen? Sonst benutzen Ich die ja immer werde es schaffen. für so Ich kann 0815-Quests dieses Ziel nicht immer angreifen. irgendwelche recycelten Models, wie die Hört. Dinger halt auch, ne? Aber das habe ich noch nie irgendwo Oh, gesehen. Jungblut. Ich wünschte, wir wären unter freudigeren Umständen zusammengetroffen. Die Geisterwelt ist aus dem Gleichgewicht. Dunkle Geister dringen ein in die Welt der Sterblichen. Es kommt die Zeit, in der wir sprechen werden. Aber zuerst müsst ihr unser Volk vor dieser Gefahr warnen. Anscheinend irgendein Häuptling hier. Okay, interessant. So, jetzt müssen wir das Volk erstmal warnen, aber also das Model habe ich tatsächlich noch nirgends gesehen. Das ist cool. Ja, ehrt die Geister. Isahi, Akule, wir müssen schnellstens Donnerfels erreichen. Der Champion wird dem Dorf der Bluthufe helfen. Okay, jetzt müssen wir einmal wieder zurück und zwar hier ins Dorf der Bluthöfe. So, ich bin gerade am Rüberfliegen und sobald ich hier nach Moalgor reingeflogen bin, bin ich jetzt in so einer Phase gelandet. Schaut euch den Himmel an hier oben und vor allem diese Nebelschwaden, ne, über das komplette Land. Das sieht schon sehr cool aus eigentlich. Ist wahrscheinlich ein einfacher Effekt, aber macht tatsächlich schon was her. Also, als ich noch gerade so ein bisschen weg war, war das noch alles ganz friedlich hier und dann auf einmal kamen diese Nebelschwaden. Aha, schaut mal an, was hier alles für Viecher rumhatschen. Okay, jetzt muss ich das Dorf hier quasi beschützen. Ah, schau mal, da haben wir dieses Model wieder. Bösartiger Geist. Also ich habe den echt noch Ich nirgends bin gesehen, so ein außer Geist. Reichweite. Ganz cool aus. Sollen wir da einfach mal ein bisschen zusammenpullen? Also überkrasses Gear habe ich mit Das dem Char ist zu tatsächlich weit nicht. entfernt. Aber ich denke mal, dass ich hier ein bisschen was zusammenpullen Ich müsste eigentlich muss reichen. lernen. Was habe ich denn geskillt? Galaktischer Wächter. Okay. Ah, das müsste schon gehen. Hier die paar Kodos können wir da nur anklicken. Das mal so noch. Und was haben wir denn noch so geskillt hier? Okay, jetzt kann ich die Skill-Ding nicht mehr aufmachen. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ja gut, wir sind eh schon bei 33%. Das sieht ganz gut aus. Warte mal, die hauen uns irgendeinen Debuff drauf. Maximal-Life um 68% verringert. Okay, das war doch keine gute Idee. Warte mal, ich bin doch Druid. Ich kann. Warte mal, das ist ein Fluch, oder? Kann ich das nicht entfluchen? Shit. 17 Stacks habe ich. Ich Das war habe vielleicht keine Kopfschmerzen. so eine gute Idee, hä? Das war keine gute Idee. So, jetzt quatschen wir mal die ganzen Typen an. So, ich denke, wir müssen hier gar nicht alle töten. Ja, sieh mal, die Sachen zum Aktivieren, die bringen meistens immer die meisten Punkte für so Quests. Das Töten ist meistens gar nicht so lukrativ. Ja, wunderbar. Brigaden, macht euch kampfbereit. Donnerfels wird angegriffen. Ah, okay, jetzt ist es Donnerfels, das angegriffen wird. Dann einmal wieder zurück. Mal gucken, wo wir noch so überall hin müssen, ne? Wo gibt es denn noch überall Taurenstädte? Ja, wahrscheinlich hier draußen oder so. Mal gucken. Ich glaube, in Desolace gibt es auch noch mal was, ne? Hier? Naja, schauen wir mal. So, jetzt erstmal nach Donnerfels rauf und dann schauen wir mal, was man da machen muss. Wahrscheinlich gibt es da auch einen großen Angriff. So, wo müssen wir hin? Ah, direkt auf dem Hauptplatz. Oh, da ist ein Haufen Geist. Das erinnert mich hier so ein bisschen Zu an mir! Harry Potter, Dieser ne? Geist dort führt sie an! So diese Lasst sie Dementoren. euch zu mir!
Ehrt all jene, die vor uns hier waren. Sieht schon cool aus, dass sie da alle rumfliegen oben. Diese Geister. Also das hätte ich jetzt als letztes erwartet. Ja, und wie kann man den jetzt angreifen? Ich kann das nicht angreifen. Muss ich jetzt erstmal dir nur sagen, dass wir ready sind, oder was? Ah ja, okay. Champion, ich stehe euch zur Seite. Das sind immer so blöde Quests, ne? Du nimmst es an, dass du den Geist töten musst und dann musst du ihn nur anquatschen, dass wir loslegen. Shit, jetzt kann ich aus dem Shit nicht raus. Der hat aber viel Life, ne? Ich hoffe, Bane knüppelt hier ordentlich drauf. Was macht er jetzt? Wahrscheinlich muss ich da in die Ding rein, oder? Ja, yes, ich denke das. Der hat ja nämlich hier so ein Totem der Geisterbindung. Ich brauche Ahnen sind hier. Ich muss bitte mehr. Sie euch ihre Macht zu verleihen. Ich habe euch erwartet. Ah, Schaden um 100% erhöht. Ja gut, das kann man machen. Gut, dass ich da reingelaufen bin. Das sind so Sachen, wo du denkst, okay, da leuchtet irgendwas. Wahrscheinlich soll ich da hin. Der Geisterbindung. Das kann ich halt töten, keine Ahnung. Aber das scheint eigentlich so, ob das... Kann ich da den Buff irgendwie... Ach, das kannst du hochstacken? Ah, jetzt machen wir schon 200% mehr Damage. Ja gut, ne? Ja, das ist nice. Dann geht natürlich was. Weiß nicht. Das ist schon wieder so ein Buff, der mich anregt, dass man bestimmt was exploiten kann. Was hat das jetzt mit diesem komischen Totem hier auf sich? Muss ich da vielleicht reingehen, dass ich den Dings nicht kriege? Aber ich kann das halt töten, ne, das Totem. Die Ahnen sind hier. Ja gut. Bittet sie euch ihre Macht zu da, jetzt 300% Damage, jetzt geht was. Klopfen wir dich kaputt hier. Weißt du, dass du den Buff endlos hochstacks auf ein paar 100% und dann irgendwas krass wegexploitest? Oder vielleicht gibt's auch einen Cap, ne? Aber das ist schon 300% Damage, ne? Und wenn du da mit einem gut equippten Char dran bist, kannst du da bestimmt richtig, richtig reinballern dann. So. Wir müssen den Geist vernichten, bevor es zu spät ist. Möge die Erdenmutter auf euch herablächeln. Nicht Zerstörung liegt in unserer Natur, sondern Harmonie. Wir brauchen Licht und Schatten, um zu sehen, was vor uns liegt. Das Kern, schau mal an. Ihr habt diesem Champion geholfen, die Geisterwelt ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist es, wonach wir streben. Gleichgewicht. Vater, Mutter, bitte geht noch nicht. Es gibt so viel, was ich euch sagen möchte. Ich weiß, doch das muss noch warten. Wir sind stolz auf dich, mein Sohn. Denk immer daran, dass die Erdenmutter über dich wacht. Und wir ebenfalls. Die Geschichte. Wie kann ich euch helfen? Seid stark. So. Tauren von Donnerfels! Dank den Taten unseres Champions sind wir gerettet! An diesen Tag werden wir uns lange erinnern. Machen wir unsere Ahnen stolz! Ehren wir unseren Stamm! Dann ehren wir mal unseren Stamm. So, wir müssen jetzt hin. Jetzt müssen wir so Opfergaben noch wo abgeben. Gucken wir mal, was wir kriegen. Und zwar, aha, schau mal an, also das ist die Traditionsausrüstung, bisschen Kohle gibt's und hier gibt's auch Geisterführer bei, zeigt den Stolz. Ah, okay, schau mal, sowas habe ich schon vermutet, wenn die Gnome sowas kriegen, dann müssen doch die Tauren auch sowas kriegen. Mal gucken, hier können wir noch Opfergaben abgeben. Ah, da kommt die Gazelle wieder. Warum ausgerechnet Gazelle, muss ich jetzt auch nicht ganz verstehen. Einst bestand unser Volk aus Nomaden. Hier ließen wir uns erst vor einiger Zeit nieder. Manche von uns sind im Herzen noch immer Wanderer. Auf euren Reisen habt ihr viel getan, um eure Ahnen zu ehren. Seht auf dieses Land und erkennt, dass sein Frieden und seine Harmonie auch euch innewohnen. Das Gleichgewicht ist wiederhergestellt. Ich gehe nun.
Doch die Geister werden stets über euch wachen. Wohin die große Jagd euch auch führt, unsere Gaben sollen euch erinnern an euren Stamm und eure Heimat. Geht mit der Erdenmutter. Blöde Geschichte. Dann haben wir jetzt die Traditionsausrüstung. Jetzt schauen wir uns das Ding mal an. Ja gut, das macht was her. Mit so einem Totemstamm auf dem Rücken. Das ist echt cool. Das ist sogar fast ein bisschen cooler als das von den... warte mal, das ist nicht das... Oh, doch, das ist das Transmog-Teil. Was ihr sucht. Waren wir es denn? Naja, das ist halt ein Druid. Da habe ich jetzt halt ein bisschen mehr Sets, ne? Da ist es... Das schaut cool aus. Jetzt brauchen wir bloß noch eine Waffe, die dazu passt, tatsächlich. So, jetzt wird's wieder kompliziert. Was können wir denn hier alles transmoggen? Wir können quasi Streitkolben. Also die Waffe, die ich habe, die passt sogar auch schon einigermaßen dazu, muss ich sagen. So von der Farbgebung her. Wir haben Streitkolben, die wir transmoggen können. Das ist auch gar nicht so schlecht. Ich brauche irgendwas Schlichteres, ne? Das so ein bisschen dieses Holz, diesen Holz-Style hat. Also das hat jetzt ein bisschen zu viel Holz-Style. Es sollte einen Holz-Style haben, aber einen coolen Holz-Style in so einem hellen. So ein helles Holz wie der Marterpfahl quasi. Beziehungsweise... Oder dieses Totem, was das auch immer sein mag. Streitkolben. Ja, das hat zwar, aber das hat hier natürlich diesen Anker, das Ankersymbol drauf. Das ist eher von den Feinden, ne? Oder vielleicht eher doch ein Stab. Was? Hätte dieses helle Holz, ne? Das wird sogar passen, tatsächlich. Mal schauen, ob es noch was Cooleres gibt. Was haben wir denn noch zur Auswahl? Wir haben Artefaktwaffen, das wird wahrscheinlich nicht so passen. Eine Stangenwaffe. Eine coole Stangenwaffe. Also sowas wäre, ist natürlich cool, aber das passt halt null dazu, ne? Aha. Ich glaube, ich werde doch zu Dings rübergehen hier, zu den Streitkolben. Jetzt schauen wir mal, was bei Stäben noch so dabei ist. Der passt doch auch relativ gut. Aber es ist halt so eine Sichel, ne? Aber nicht irgendwie... Was ist denn? Ja, naja, das ist von Gul'dan, das ist jetzt auch nicht so ganz das Wahre, ne? Dann schauen wir uns gleich dieses Pfeifending noch an. Immer schwierig, ne? Ich bin auch nicht so ein großer Transmog-Künstler. Ja, das ist dann doch ein bisschen zu schlicht. Ja, ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Was haben wir denn da noch so? War's schon. Sagt mir jetzt irgendwie alles nicht so zu. Ich glaube, ich muss doch bei einem von den Streitkolben hier bleiben. Ist halt ziemlich schlicht, ne? So richtig will sie auch nichts finden. Das geht so in die Richtung, wo ich hin will. Aber ist jetzt auch noch nicht so hundertprozentig. Ja gut, dann nehmen wir den, oder? Mocken wir das mal drauf. Ist jetzt nicht so hundertprozentig, aber es geht zumindest in die Richtung. So, jetzt schauen wir mal, wie wir aussehen. Ja, das Licht zwar ist jetzt zwar ein bisschen schlecht, aber macht schon was her. Ja, es ist jetzt so, naja, der Kolben ist so, naja. So, jetzt porten wir uns noch einmal rüber und probieren mal dieses Pfeifen-Item aus, also diese Geschichte hier. Das können wir jetzt nämlich anstatt der Pfeife einmal ranziehen. Und schauen auch an, wie das aussieht. Und dann sind wir auch schon wieder durch, ne? Beim Gnomen war es ganz cool, da haben wir quasi so eine... Etwas hat einen von den Brutus da haben wir quasi so ein Flugzeug bekommen und hier, ja... Ich schätze mal, das wird jetzt irgendwas mit der Geisterwelt zu tun haben, oder? Sollen wir es mal einsetzen? Eine Gazelle. Und jetzt? Ach, das ist gar nicht so ein Flugpfeifen-Item, das tut einfach... Oh, ich dachte mal, das ist jetzt genauso. Vielleicht hat es jetzt auch nicht funktioniert, weil ich neben dem Ding stehe, aber. Nee, hier steht auch nichts dran, dass es das eine Item ersetzt.
Ach so, es beruft einfach diese komische Gazelle, okay. Schade. Ich habe mir jetzt gerade schon gedacht, dass es auch wie beim Gnom quasi hier diese Pfeife ersetzt, aber da war ich jetzt anscheinend falsch gewickelt. Gut, ja, dann wären wir am Ende vom Video. Mein Taure sieht ganz nice jetzt eigentlich aus. Hier ist jetzt auch vielleicht ein bisschen besseres Licht, dass wir die Farben auch ein bisschen besser sehen von dem Ganzen. Der Kolben, naja, der ist halt echt nicht das Wahre, ne? Aber so, das Transmog ist auf jeden Fall cool. Dieses Totem gefällt mir echt gut am Rücken. Also hat sich auf jeden Fall wieder gelohnt, das Set zu farmen. Und ja, damit habe ich jetzt aktuell, also zu Patch 8.2, wieder alle von den Traditionsausrüstungen. Und dann freue ich mich, sobald das nächste kommt. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.